Ja, da verlasse ich mich auf das wirklich so ist, ne? Wir sehen, ob das so halbwegs hinkommt. Gleich müsste man sein. Aber nicht einmal ein bisschen serious. Wir werden sehen, ob das wirklich so hinkommt. Mensch. Also an der Börse kann ich verstehen, ob man das serious ist, was soll ich sagen. Wo sind denn diese, was waren wir? Krollhufe. Na, hinten bei den Hütten sind auch noch welche. Ja, wir gehen erstmal zu den Hütten. Ah. Ist hier im Gebäude drin? Ja. Ist er sicher, ist man da? Never mind. Ja, mein Durchschnittswert hat es nicht für wahr erklärt. First Legend Busted. So. Drei zerstört. One to go. Coffee to go. Ja. Ich habe alle zerstört. Nice. Danke. Hab ich nur für mich gemacht. Zählen wir mal noch ein paar Grollhufe. Ja, die müssen mal welche sein. Oh yeah. Hier hatten wir uns damals unser erstes Arena-Teamsitzung gekauft. Ja. Ja. Oh, wird das langsam. Wir waren so jung. Waren wir wirklich? Was machen wir? Jung. Jung? Mhm. Ja. Ja. Ja, ja. Ey, Sex. Schön ist hier aussieht mit dem Gras. Wenn sie am Tag noch geil aussehen. Ja, das sind ja eigentlich immer in der Nacht. Man müsste es alles nur mal am Tag zeigen. Heute bin ich dich. Oh, jetzt hab... Was ist passiert? Ich hab gesagt, auf dem Desktop geschnappt. Aber es hat dem Video nichts getan. Cool. Weiß ich nicht. Hä? Ich hab keine Frage gestellt. Hallo? Ich hab das auch nicht als Frage aufgenommen, aber ich wollte einen Kommentar dazu abgeben. Okay.
Weil nur weil du sagst, hat dem Video nicht geschadet, heißt nie, dass es wirklich so ist. Das stimmt. Das ist meistens immer nur so deinen ersten Eindruck, den du versuchst als Wahrheit zu verkaufen. Und wenn man dir dann nicht widerspricht, tja. Ja, das vergisst man dann ja auch. So, schon geht's weiter. Hallo, Versuchen. Jo. Beziehungsweise, jetzt geht's den Bullen an den Kran. Ja. Gewagte Aussage in einem Polizeischatten. Hä? Entschuldigung. Ich muss gucken wegen meinem Fenster. Das ist ja nicht die. Ist hier ein coolen Reim auf Polizisten? Oder mit ähnlichen Worten? Bullen? Polypen? Faschisten? Dude, Internet. Government sponsored Internet. Verfehlt, geboxt, ach, verfehlt. Ich hasse Tiere. Ja, wir Menschen sind auch Tiere. Könnt ihr euch die Comments alle sparen? Du musst mit den Comments auch leben. Ich muss nicht, Koja. Ich kann diese Qual jederzeit pennen. Auch du bist gewöhnt, da liegst Zwängen und Drängen und der Steuer. Bei Selbstmord, das stimmt, den zum Gesetzen der Natur. Ja. Nice. Weil ich schwer kann. Ich kann nicht vom Stuhl fallen und erwarten, dass ich dann tot bin. Kann aber trotzdem auch passieren. Ja, du hast keinen Anspruch, du hast ein Obliegen. Ah, Witz ja, wenn ich sage immer, ich habe keinen Vertrag mit der Natur geschlossen. Ne? Das stimmt, aber wenn sie es nicht wollen, können sie es auch jederzeit nehmen. Das wurde ja mit einer Widerspruchsregelung gemacht. Ne? Und nicht widersprichst, bist halt drin. Schweigen ist übrigens grundsätzlich keine Willenserklärung. Also wenn jemand sagt, irgendwie so, ich schicke dir jetzt eine Zeitschrift, ja, und wenn du sie mir nicht zurückschickst, nehme ich an, dass du den Vertrag annimmst. Gilt nicht. Kannst ruhig behalten. Kein Problem. Schweigen ist keine Willenserklärung. Wie wäre das dann beim Gesetzesvorschlag, wo die Regierung sagt, jeder Bürger ist erstmal Organspender? Ist der Widerspruch einig? Das würde das Verfassungsgericht gar nicht durchbringen, also wäre das schon. Dann freue ich mich. Da gab es zum Beispiel einmal, es gibt ein Gesetz, dass der Richter, um den Geisteszustand eines Angeklagten festzustellen, allerhand Untersuchungen in Auftrag geben kann, sozusagen. Und solange die nicht mit erheblichen gesundheitlichen Beeinträchtigungen oder so verbunden sind oder Dauerschäden, kann der Patient, der angeklagt, nichts dagegen machen. Ne? Und da wurde jemand, weil er irgendwie Firmengelder veruntreut hat, oder nee, irgendwelche Dokumente, die keinen wirtschaftlichen Nutzen hatten, hat er irgendwie weitergeleitet oder so. Eine ganz Kleinigkeit. Und da wollte der Richter so eine, Occipital Untersuchung irgendwie, dann nimmt man von Knochenmark hinten irgendwie so eine Flüssigkeit und vom Gehirn irgendwie das
sticht man halt irgendwie so rein mit einer Nadel, ja, und das soll ziemlich schmerzhaft sein. Und das wollte er da einfach machen, und da hat der Patient, also der Angeklagte, direkt mal beim Verfassungsgericht Beschwerde eingelegt und hat auch gewonnen. Und sowas geht nicht. Nein. Das geht nur bei zum Beispiel irgendwelchen gefährlichen Gewaltversprechen, Verbrechern, wo die Gesellschaft ein hohes Interesse daran hat, dass das gemacht wird. Das überwiegt den kurzen Schmerz des Patienten, oh Mann, Angeklagten. Aber in diesem Fall hat es keinen wirtschaftlichen Nutzen, also der Mann ist nicht gefährlich für die Gesellschaft. Da kann man sowas nicht einfach machen. Und das wäre auch mit dem Organspending so. Es würde auch gleich gegen Artikel 2 verstoßen. Also die Handlungsfreiheit des Menschen. Selbstbestimmungsrecht. Ich brauche noch einen Bullen. Hab ja einen. Nehmen wir dann gleich die Windrax. Ja. Dann können wir eigentlich auch schlammbesudelter Kern uns umschnappen. Jo. So ist das gut hier zu leveln. Überall schön dicht. Ich will mal die Grafik noch höher stellen, weil es einfach nicht leckt. Aber geht denn? Musst du die Simmer drunter dann? Naja, selbst. Ja, selbst das macht nichts mehr. Also ich weiß nicht, ob es jetzt inzwischen eine neue Version gibt. Aber die ich vor einem Monat oder so runtergeladen hat, kommt nicht darüber hinaus. Schade. Das seit es Ultra gibt. Das gibt's ja noch nicht. So, Windrax habe ich.